So, ich möchte jetzt hier eine Aufgabe vorrechnen, die genau in das Themengebiet der Flächenberechnung mit Hilfe von mehrdimensionalen Integralen passt. Das ist eine sehr typische Aufgabe. Das heißt, wir werden eine Fläche vorgeben und werden die Fläche berechnen mit Hilfe eines zweidimensionalen Integrals. Also so ist die Aufgabe ja auch formuliert. Ich schreibe jetzt noch kurz die Überschrift fertig hier hin. Und die Aufgabe sagt, wir skizzieren erstmal diese Fläche und dann berechnen wir den Flächeninhalt genau mit diesem zweidimensionalen Integral, wie wir es auch vorhin schon gelernt haben. So, wie sieht die Fläche aus? Naja, alles spielt sich im ersten Quadranten ab. Das heißt, dass der x- und der y-Wert größer gleich 0 sein müssen. Und dann haben wir zwei Geraden gegeben, nämlich einmal y gleich x. Das ist die einfachste Ursprungsgerade, die halt die Steigung 1 hat. Und einmal haben wir hier eine Parallele zur y-Achse, die durch x gleich 3 geht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt noch eine Hyperbel gegeben. Die Funktionsvorschrift der Hyperbel hier ist mit einem Parameter Lambda gegeben, also Lambda Quadrat durch x. Warum das jetzt genau Lambda Quadrat ist, werde ich jetzt gleich zeigen. Aber erstmal, die Vorstellung einer Hyperbel sollte immer sein, schmiegt sich hier an die y-Achse an und da an die x-Achse. Also das ist der grobe Verlauf, wenn wir y gleich 1 durch x haben. Und dieser Lambda-Faktor streckt natürlich nur in y-Richtung. Ja, und Lambda liegt zwischen 0 und 3. Ja, das heißt, wir haben keine 0 oder 3 hier zum Einsetzen. 0 wird es natürlich nicht zu einer Hyperbel machen, das ist klar. Also wir haben eigentlich immer dieses Bild. Und jetzt werden wir es nochmal explizit skizzieren. Das heißt, ich werde es hier hinzeichnen, diese y-Achse. Da die x-Achse. Also schreiben wir es auch mal dran. So, was haben wir? Wir haben diese Gerade da. Die machen wir jetzt mal blau. Also, die ist bei x gleich 3. Also schreiben wir hier die 3 hin und die Gerade läuft jetzt einfach parallel zur y-Achse nach oben. Also mache ich das mal skizziert mit der gestrichelten Linie. Alles spielt sich jetzt innerhalb von diesem Rechteck hier ab, weil wir im ersten Quadranten sein müssen und alles muss links von dieser Geraden liegen. So, y gleich x ist die zweite Gerade, die wir zeichnen können. Das machen wir jetzt auch mal rot. Ja, also das da wird jetzt die Gerade. So, mehr oder weniger gerade. Die schneidet natürlich jetzt hier irgendwo diese andere Gerade, aber das ist nicht so wichtig, weil wir jetzt noch die Hyperbel brauchen. Und die Hyperbel läuft natürlich hier gegen die x-Achse. Das heißt, die ist der entscheidende Faktor, welche Fläche hier wirklich naja, eingegrenzt wird. Also die Hyperbel können wir skizzenhaft mal so machen. Ja, das ist jetzt die Hyperbel y gleich Lambda Quadrat durch x. So, eine Frage, die man sich direkt stellen muss, ist, wo ist dieser Schnittpunkt? Ja, also wo schneidet die Hyperbel die Gerade? Und das sieht man relativ leicht, wenn man kann es natürlich einfach gleichsetzen. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal als Nebenrechnung hier. Das hier hilft bestimmt. Also gleichsetzen für den Schnittpunkt. Das ist jetzt so eine Nebenrechnung, die man nicht unbedingt braucht, wenn man es direkt sieht. Wir machen es jetzt aber mal. Also wir setzen dann x ist gleich Lambda Quadrat durch x. Ja, und dann sehen wir direkt, der Schnittpunkt liegt auf jeden Fall zwischen 0 und 3. Also bekommen wir hier x Quadrat ist gleich Lambda Quadrat. Und daraus folgt direkt, dass unser x Lambda sein muss. Ja, der negative Wert wird ja hier nicht angenommen. Das heißt, unser Schnittpunkt liegt tatsächlich direkt hier bei Lambda. Ja, und Lambda liegt zwischen 0 und 3. Das heißt, das Bild hier ist tatsächlich das, was wir wollen. Okay, und die angeschlossene Fläche, die machen wir jetzt hier mal orange. Die ist direkt das, was unter dieser Hyperbel liegt und also eingegrenzt wird von dieser Geraden und rechts schneiden wir es ab durch diese x gleich 3. Und das ist das A, was wir berechnen wollen. Das ist der Flächeninhalt, der jetzt auszurechnen ist. Ja, wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man schon, man kann sich das vereinfachen, indem man halt passend
naja, hier diese Einteilung wählt. Das heißt, man teilt die Fläche auf in zwei Flächen und berechnet erst die eine. Das nennen wir jetzt mal A1, das andere A2 und addiert es einfach. Ja, weil die Addition von den zwei Flächen ergibt natürlich genau das, was wir wollen. Also ich schreibe es jetzt nochmal auf. Das heißt, unser A ist nichts anderes als A1 plus A2. Ja, was ist unser A1? Wir haben es ja gelernt. Ich bin jetzt gerade nochmal kurz darauf gesprungen eben. Ich springe jetzt auch nochmal hin. Wir haben gelernt, der Flächeninhalt kann man ausdrücken durch ein zweidimensionales Integral über die 1-Funktion. Ja, und das ist, was man jetzt auch einfach aufschreiben kann für diesen Fall. Das heißt, wir schreiben jetzt dorthin. Moment, so. Wir schreiben jetzt dorthin die 1 über die Fläche A1 und das zweidimensionales Integral. Und das gleiche machen wir mit A2. So, warum? Na ja, gut, weil jetzt haben wir hier einmal so ein Dreieck und einmal die Integration von A2. Das heißt, wir müssen jetzt nur berücksichtigen, wir gehen in x-Richtung von 0 bis Lambda hier und in y-Richtung, naja, von 0 bis x. Und hier haben wir das gleiche von in x-Richtung von Lambda bis 3 und in y-Richtung, ja, von 0 bis zu dem Funktionsgraph und der ist Lambda Quadrat x. Und dann kommt wieder unser Satz von Fubini ins Spiel, dass wir das hier als eindimensionale Integrale schreiben können. Also, Seitenwechsel und nochmal aufschreiben. Unser a ist jetzt nichts anderes als a1 plus a2 und das ist nichts anderes als die Integration. So, und jetzt kommt das, was ich sagte. Wir wissen ja schon, dass wir jetzt einfach in x-Richtung, dann in y-Richtung integrieren können. Also schreibe ich es jetzt hin. Von 0 bis Lambda ist das in x-Richtung, aber wir integrieren zuerst in y-Richtung. Deswegen steht das im Innern. Von 0 bis x. Das ist die Reihenfolge, ja, die sich nur anbietet mit dem Satz von Fubini jetzt. Und das gleiche für A2. Das Einzige, was sich ändert, ist die Funktion, bis zu der wir integrieren. Also hier ist natürlich keine 0. Das ist natürlich jetzt Lambda bis 3. Ja, das mache ich mal wieder weg. Und das ist diese x-Richtung. Und die y-Richtung, die geht jetzt von 0 bis zum ja, Lambda-Quadrat durch x. Ja, das ist genau die Hyperbel. Und alles integrieren wir über die 1. Ja, das macht es besonders einfach für die Rechnung. So, ja, das ist einfach nur 0 bis Lambda von x dx und das andere ist Lambda bis 3 und dort haben wir Lambda Quadrat durch x dx. Ja, also die y-Integration ist durch die 1 wirklich ganz einfach. Okay, und die erste hier ist tatsächlich ja nur Lambda x Quadrat und die Obergrenze wie die Untergrenze ergibt 1/2 Lambda Quadrat plus, so jetzt kommt hier, ja, das kann man einfach vorziehen, das machen wir vielleicht mal, und die Stammfunktion von 1 durch x ist der natürliche Logarithmus von dem Betrag von x. Ja, also schreiben wir es mal so hin und sagen dann noch, wir setzen die obere und die untere Grenze ein. Ja, und dann sieht man schon, na, das Lambda Quadrat können wir ausklammern. Dann haben wir hier einerseits 1/2 plus, und jetzt kommt einfach nur den Logarithmus zusammengefasst, 3 durch Lambda rein. Das heißt, das Ergebnis muss natürlich von Lambda abhängen, weil sich die Fläche ja ändert, wenn wir Lambda ändern. Also das ist das Ergebnis, was wir wollen. Vielleicht nochmal kurz das Bild von der Fläche zurückspringt. Wenn wir Lambda ändern, ändert sich der Schnittpunkt, beziehungsweise die Hyperbel wird ja gestreckt durch das Lambda. Das heißt, die Hyperbel verändert ihre Position, damit ändert sich auch der Flächeninhalt. Und das ist genau, was das Ergebnis sagt, dass es, der Faktor Lambda geht dort und dort ein. Und damit ändert sich auch der Flächeninhalt.